Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Omikron. Ich bin DC Steve und... Oh, Let's Play Retro. Du gehst direkt in die Arena? Ich dachte, wir holen uns erstmal das Kartenspiel ab. Ich dachte, wir wollen es erst in der Arena machen. Nein, wir holen uns erst das Kartenspiel ab. Ich dachte jetzt schon, das kommt nicht mehr raus. Jetzt. Komm schon, du gehst da jetzt rein und holst dir das Kartenspiel ab. Gucken uns das mal kurz an. Ah, this is your first time at the Game Corner. Welcome, welcome. Tja, so eine Blondine erkennt natürlich gleich, dass sie noch nicht da war. Let me show you around. Oh, illegales Glücksspiel. Ja. And here we have the slot machines. You can waste all your money here trying to get more money if you're interested. Weil mir sagt waste, ja. Das ist aber tatsächlich so. Ich meine, wie gesagt, du kannst da dein Geld verschwenden und hoffen, dass du mehr Geld kriegst. Aber genau das ist die richtige Aussage, ja. Na eben, ne? But to waste your coins, you will need coins to start with. This man will let you trade your poker for your poke dollars for coins available for use in the game corner. Available? Rechtschreibfehler und so, ne? Take this coin case, it will let you hold your coins. Ja, da bekommen wir einen Münzkorb. Jetzt wollen wir aber noch die Triple Triad Karten haben. Triple Triad is a very fun game based off the Final Fantasy series. You can collect a deck of cards of your favorite Pokemon and duel it out. What? You don't have any cards yet? Okay. Tell you what. I will give you a starter deck. I give you a few extras. I'll even do it for free. What type of deck would you like? Ja. Musst du entscheiden, ne? Vor allem Elektro ist irgendwie halt komisch. Ich meine, Elektro hat keine Starter. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass jetzt die drei Starter kommen, aber dass es noch Elektro dabei ist, ist interessant. Aber Elektro hat keine Schwäche von denen hier, aber eine Stärke gegenüber Wasser. Ja, dann nehmen wir Elektro oder was? Ja. Sehr schön. You should play around, it's very fun. Visit the lottery lady. You can buy a lottery ticket and if you're lucky, win awesome prizes. That's about it. I hope you have fun trying to play and win prizes. Das ist aber genau andersrum. Oder? Nee. Genau, nee, ist richtig. Ich bin doof. Egal. So, dann schauen wir doch mal hier. Lucky Number. Ja, klar, gucken wir doch mal nach, ne? Auch wenn es natürlich sehr unwahrscheinlich ist. No. Congratulations, was? Was? Ich denke nicht. By the number of your team's governor, that matches your lotto ticket number. The last digit matched, so you win the fourth prize. Hä? Warte mal, ich hab da eben gerade verstanden, dass wir nichts getroffen haben. Stand da nicht nur? Leute, ihr habt's gerade im Video gesehen. Schreibt da bitte mal in die Kommentare, was da gerade stand. Wir bekommen auf jeden Fall einen Ultraball. Ja, die Sache ist eigentlich, ich dachte jetzt, die prüfen unsere Trainer-ID und scheinbar hat es einfach gereicht, dass eine Nummer ausgereicht hat bei dem Galvantula. Nee, das ist aber mittlerweile auch so bei den neuen Spielen, dass einfach die Pokémon-Nummern zählen. Deswegen muss man viel tauschen, damit man viele IDs hat. So kann man jetzt Meisterbälle gewinnen. Ja, aber warum hat unser Galvantula eine andere ID? Gucken wir kurz nach. Mal ID-Nummer. Achso, jedes Pokémon hat wahrscheinlich eine andere ID-Nummer. Nee. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Du, wir haben einen Ultra-Ball bekommen. Naja, so. Wir sollten uns einfach glücklich schätzen. Ja. Trying to win a Pokémon from the prizes. That Scyther looks really cool. Ja, wir können ja... you can't tell anyone I'm here. Please. Here, check this, just leave me alone. Okay, wir haben eine Snobidicat-Karte bekommen für unser Triple Triad-Spiel. Do you have any chance of a coin to spare? I need to keep playing. Der ist der Polizist. This police officer really shouldn't be gambling. But it's just so addictive. Must keep playing. My wife and daughter have left me and I've fallen into alcoholism. But I just can't stop playing slots. Oh man. Tja. Aber genauso, aber ich kann nicht aufhören. I'm playing slots, trying to earn enough coins to get a Porygon. So. Wenn die Leute nur einfach clever genug wären, einfach nur ihr ganzes Geld für diese Coins auszugeben und sich dann die Pokémon direkt zu kaufen. Ja. Yeah.
Ja, wir bekommen hier auf jeden Fall einige TMs. Jetzt müssen wir wissen, was das ist. TM13, ja, natürlich wollen wir die. Warum sieht nicht da, was das für welche sind? Ja, das frage ich mich auch. Aber wir können ja jederzeit nachgucken, wir haben momentan ja eh keine. Was können wir denn für Pokémon bekommen? So. Ist ja genau wie der ersten Gen. Ja. Abrei, Pipi, Dratini, Dingsbums hier, hier ist auch noch gleich die Vorentwicklung von J-Rock, Sichlor. Genau, und jetzt spielen wir mal gegen diesen Typen Triple Triad. Awesome, I'm too. Want to have a friendly match? Yes. Okay, you better be ready, I'm not going... Wir haben es nicht erklärt bekommen. Ich erkläre es dir einfach. Du suchst jetzt einfach die, mal, das Electric da hat ja gute Werte, du suchst jetzt einfach die mit guten Werten raus. Man, du siehst doch da, dass die an jeder Ecke solche Werte haben. Ja. Du musst dann einfach nur mit höheren Werten an niedrigere Werte dranlegen, ne? Und dann bekommst du halt die Karten. Also okay. Nimmst du jetzt. Ja, der ist ja schon mal ziemlich stark, den nehmen wir auf jeden Fall rein. Persian ist auch gut. Achso, jetzt sind wir davon auch so, wenn wir überhaupt reinnehmen. Du darfst 5 Karten für das Duell wählen. Ach so, ja. Aber du hast ja gerade. Den nehmen wir noch? Du hast 6 Karten. Ne? Genau. Das heißt, wir nehmen nur eine Attacke nicht. Eine Karte nicht. Und dann ist Pikachu. Ja. So. Ist hier gerade irgendwas? Achso. Choosing Dawn will go first. Okay, das ist gut. So, sollen wir den wegnehmen? Im Idealfall mit einer 3 einfach nur, ne? Quasi du musst, immer. Du musst halt gucken. Das Problem ist jetzt zum Beispiel, wenn du da unten diesen Lux legen würdest, ne? Die 3 ist ja eine recht niedrige Zahl, dann kann dir dein Gegner natürlich den Typen klauen. Das Gute ist natürlich, pass aber auf, die 4 ist ja auch eine recht niedrige Zahl und Weimar selbst hat nur eine 2, ne? Mhm. Also, warte mal, ich werde jetzt mal kurz auf deinen Bildschirm klicken, ne? Ist mir egal, dass man das sieht. Also pass auf, wenn du zum Beispiel hier den Lux hinlegen würdest, ne? Ja. Dann könnte dein Gegner dann zum Beispiel hier eine Karte hinlegen, um dir den Lux wieder zu klauen. Dann kannst du aber hier eine Karte hinlegen, die sowohl hier, als auch hier bei dem Vieh einen höheren Wert hat. Dann könntest du den und den klauen und dadurch, ich glaube, ich hab's verstanden, okay. Dadurch, dass der einen höheren Wert hat als der, kriegst du den dann auch noch, ja. Ja. Ich bin mir ganz sicher, ob man gerade die Maus gesehen hat von ihm, er hat im Endeffekt die Felder drunter und die rechts daneben gezeigt. Ich denke aber, es ist dann sinnvoll, dass wir trotzdem, würde ich gerne links, also rechts sozusagen, das hier anlegen. Oder? Weil er kann halt nur noch gut nach oben angreifen, ne? Ansonsten ist er in die anderen Richtungen scheiße. Genau. Bei dem anderen Typen, also bei dem hier unten. Ich würde das hier ganz, ganz so hinlegen. Okay, mach einfach mal. Gucken wir mal, was da passiert. Oh Gott, also von rechts kann man nicht, von links kann man nicht wegnehmen. Wir müssen jetzt von rechts wegnehmen, mindestens mit einer 5. Hier mit Nobilicat. Ich hoffe einfach mal, das reicht. Wir müssen die dann eben alle wieder zurückbekommen. Das wird schon echt schwierig. Wow, Gengar, cool. Brauchen wir. Der ist doch eigentlich ganz gut. Den können wir jetzt anlegen. Und zwar dachte ich mir hier hin. So, Mons Gänger. Wir müssen halt aufpassen, dass wir uns nicht rausbauen werden. Wir haben danach nur noch ein gutes Pokémon, so ungefähr, das mehrere andere klauen warte, wie ist denn das, wenn die Zahl gleich ist? Wie gleich kann man auch wegnehmen oder muss es größer sein? Ich glaube, es muss größer sein. Wir müssen aber nicht ihn nehmen, sondern wir können ihn nehmen. Ist halt die Frage, ja, probier's einfach mal. Genau, dann bekommen wir die. Ja, und jetzt legst du. Ja, du musst ja Electek legen, ne? Es gibt ja nur ein freies Feld. So, dahin. Oder? Hast du den schon hingelegt, oder? Nee, hier würde ich ihn hinlegen, oder? Ich denke schon, ja. Okay, wir haben gewonnen. 6-3. Wir haben ja mehr belegt. 6-3. Genau. Und bekommen wir jetzt nur die Karten, die jetzt noch unsere Farbe haben und die anderen sind mal los, oder wie? Werden wir jetzt gleich sehen. Also ich kenne es eigentlich so, dass man sich ja noch raussuchen kann. Okay, wir bekommen Weimar-Karte. Okay, wir haben jetzt natürlich seine schlechteste bekommen. Mhm. Ist natürlich doof. Also vielleicht bekommen wir auch immer eine zufällige so ungefähr, ne? Aber ist doch cool. Das gefällt mir. Kann man jetzt nochmal gegen kämpfen? Klar. Dann hat er wieder das gleiche Deck, oder wie ist das? Ich denke schon, aber du kannst es einfach nochmal probieren. Ich meine, du hast jetzt verstanden. Okay, sagen wir ja. Okay. Aber ich denke mal, du hast jetzt verstanden, wie es funktioniert. Ja. Wie gesagt, das Spiel gab es halt in Final Fantasy 8. Nur eben noch mit dem. Sagen wir einmal. Wir müssen wieder 5 aussuchen. Okay, den. Aber trotzdem, wir nehmen dieselben 5 wieder vor. Wir die gleichen 5 wieder vor.
Wo fünf, oh, der hat 5-5, ne? Aber diese beiden Zweien sind kacke. Ich wollte gerade sagen, der Typ hat 6-5-5-5. Der ist ja einer der Besten. Was ist denn das überhaupt für einer? So, er darf wieder anfangen und er hat schon wieder bei mal, der Wichser. Gibt's doch gar nicht. Warum fängt er mal mit diesem Mistvieh an? Ja, das ist unsere rechteste Karte, Snoopy Cat. Ich denke eigentlich auch, wir nehmen hier Snoopy Cat. So? Oder mal so. Nimm mal so. Ich frage mich ja, was dieses 5N bedeutet. Dass du sozusagen immer über der 5 drüber bist, oder was? Okay, das ist natürlich auch krass. Der Typ hat da unten eine 6. Das heißt, von da unten wird er wahrscheinlich von gar nichts geschlagen. Wir können ihn aber von rechts nehmen. Ja, so. Aber willst du dafür wirklich dieses schlechte Vieh nehmen? Ich meine, Electek kann er doch gar, oder? Ich meine, letztlich Electek zum Beispiel kann er sich ja gar nicht zurückholen, oder? Weil der hat ja nur dort rechts den schlechten Wert und da kommt er ja nicht ran. Eine 6 ist natürlich schon ein ziemlich hoher Wert. Ja, okay. Relaxo schlagen wir nach unten hin nicht, aber... Dann müssen wir den nehmen. Wohl, nee, den will man. Das Problem ist halt, da legt er eine 6 an, dann nimmt er uns den auch weg. Sie müssen, wir hatten sogar ziemlich scheiße. Ich würde eigentlich schon fast zu dem untersten Tendieren, den einfach nach ganz links legen. Hierhin. Ja. Okay, wir bekommen auf jeden Fall immer nur eine. Oh Gott. Ah, das ist natürlich echt doof. Oh Gott. Das ist richtig beschissen gerade. Ja, du hättest noch speichern sollen. Wir können nur jetzt das noch anlegen. Können nur das machen. Ja. Wow, und jetzt hat er 6-3? Hm. Ach schon, jetzt hat er sich die beiden dort geholt. Ja. Okay, er hat auch Persian Card gewonnen. Na gut, im Zweifel kannst du jederzeit nochmal neu laden. Ich meine, das Weimar, das wir von ihm gewonnen haben, ist sowieso nicht so besonders gut, ne? Du hast absolut recht. Und ich meine, wir haben jetzt auch nicht so viel gemacht. Das ist absolut recht. Gut, das hole ich mir wieder, ne? Ja, das holen wir uns dann zwischen den Parts, genau. So, und wir wollen hier die Arena mit Staraptor durchspielen. Ja, genau. Oh, der ist auch wieder jemand, der uns sagt, dass wir 1000 Jahre davon entfernt sind, hier jemanden zu besiegen. Ja. Und der hat erstmal einen Volbeat. Oh, ja. Also was Überflüssiges. So, richtig schön überflüssig. Schlimm ist, es gibt viel zu viele überflüssige Käfer. Es gibt mal richtig coole, aber auch so richtig viele überflüssige. Es ist zwar nicht ganz so wie bei den Wasser-Pokémon. Das haben Käfer so an sich, ne? Das Problem ist, Wasser-Pokémon wurden halt in jeder Generation gespammt. Es gibt keine, wo die nicht gespammt wurden. Oder wenn mir irgendjemand sagen, dass etwa so Pokémon wie Goldini und Golking toll sind. Weiß ich nicht, die waren ja noch nie toll, oder? Nein, nicht! Zumal man die auch nie zeitig genug im Spiel bekommen konnte. Ja! Seems to be tiles on the sign. Press C to pick up and place tiles. Okay, das ist natürlich cool. Oh, ein Rätsel. Da musst du wohl ein Caputo, ne? Mhm. Mit C sagt er, ne? Aber das hast du ja schon mal gemacht, ne? Ja, genau. In meinem Pokémon Silber Let's Play. Genau. Könnt ihr mal reinschauen, aber ich sag jetzt schon, das ist keine gute Audioqualität. Jetzt fängt es an, schwierig zu werden, ne? Das sieht genau richtig aus. Das sieht auch richtig aus. Aber mal cool, das ist mal eine coole Arena-Aufgabe, ohne? Ja. So. Denk mal, es muss dahin. Und das dahin. Ja, so. Es kam kein Geräusch, dass es passt. Was konnte denn davon gerade nicht stimmen? Vielleicht musst du die Augen umdrehen. Das ist möglich.
Immer noch kein Geräusch. Hier musst du auch noch die Dinger umdrehen, die Scheren. Und? Jetzt kann ich nichts mehr machen. Ja. Siehst du? Alles klar. Ja, also das ist halt nicht ganz eindeutig, ne? Ich meine, es... Ne? Oh Gott. Oh, auf Stagger gibt es ja ein Moveset, das ist, das hat ja auch jetzt die Fähigkeit, dass es nicht direkt stirbt, ne? Mhm. Und es gibt eine Beere, dass wenn es nur noch wenig HP hat, sprich 1 HP, dann kann es mit einem Schadensangriff zuerst angreifen. Ach, einfach mal ne? Close Combat. Und dann macht man Explosion. Hm. Sind echt gar nichts abgezogen. Close Combat. Wir machen einfach so lange weiter, bis wir weder Angriff noch Verteidigung haben. Ach nee, das senkt ja gar nicht den Angriff, nur die Verteidigung. Genau. Dann ist es egal. Ah, Aero ist ja, ich denke auch. Das ist ja die Stärke, das ist ja das Geile an Close Combat. Ich senkt nicht den Angriff. Naja, klar. Agilität. Wie gesagt, unser ganzes Team lernt gerade Agilität auf einem hohen Level aus irgendeinem Grund. Jan Mega, auch so ein überflüssiges Pokémon. Das ist doch ziemlich gut. Dieses komische Raupi? Achso, das ist ach so die Entwicklung davon, ja, stimmt. Ich dachte jetzt irgendwie gerade an Janma. Sorry. Das ist schlecht, denn er hat nur einen Angriff. Das ist schlecht. Das ist noch schlechter, er kriegt den Boost. Ist egal, noch hochzugeben, der Gegner ist tot. Ja. So viel dazu. Los, Lucario. Nochmal Speed Up, ne? So, Quick Attack. Er boostet sich weiter. Oh Mann, ey. Vor allem, dass eine Quick Attack nicht ausreicht, ne? Aber das war jetzt gerade auch nicht so der geile Angriff. Wow. Oh wow, der hat echt eine Menge ausgehalten. Ja, ich hab doch gesagt, der kann was. Den sollte man echt nicht unterschätzen, Jan Mega. Vor allem, wir haben gerade mal 600 Pokédollar dafür bekommen. Willst du das auch machen? Klar. Was ist ein Ammonitas? Hm? Oh Gott. Oh Gott. Ja, das ist eine Ecke. So machen wir uns erst die Ecken aus. Das ist eine. Das sieht mir nach einem unteren Teil aus. Das könnte oben links die Ecke sein. So, ich meine, das ist oben rechts die Ecke, da unten links. Mhm. So. Nee, das ist nichts von oben. Boah, das ist auf jeden Fall, finde ich das schon mal schwerer. Das müsste was links sein, oder? Keine Ahnung, sehe ich gerade ganz gut aus. Brauchst du gerade so ein kleines Schneckenhäuschen zusammen, ne? So, das ist auf jeden Fall auf der linken Seite. Das sieht aus, als müsste es links oben sein. Das da, ne, das da runter? Ja. Hier irgendwo oben, genau. Ja. Das ist auf jeden Fall hier rechts. Sieht mir ja nach dem Auge rechts aus, oder? Das andere, nee. Das... Nein, das ist an der Seite. Das, da ist es. Genau. Ja, genau. Und jetzt haben wir, jetzt denken wir. Oh Mann, mal, ja, muss man sich erstmal überlegen, wie dieses Vieh überhaupt aussieht. Ja, ja, ich denke mal, jetzt haben wir es. Sieht gut aus. Nee, das nochmal da oben, oder? Dahin, oder? Nee, das passt. Das sieht doch nicht aus wie so ein Auge. Ja, aber das passt irgendwie überhaupt. Ich muss es genau andersrum sein? Nee. Das packen wir mal beiseite. Nein. Nein, das passt nicht. Dahin. Genau. So. Gut, und nehmen wir mal das. Das sieht doch eher nach was ganz oben, oder? Nee. Da denke ich mal. Nein. Sicher? Das passt auf jeden Fall nicht. Oh Mann, ey, was denkst du gerade? Oh. Ein Meisterwerk! Danke, danke! Das verkrüppelte Ammonitas!
Ey, vor allem das linke Auge ist größer als das rechte, ey. Nee. Ey, das haut vorne und hinten. Oh, okay, ja, sind wir behindert aus. Vor allem das in der Mitte, das Stück passt überhaupt nicht. Ja, das geht schon mal raus. Oh Mann, ey. Pack das mal eins weiter runter. Das oben drüber. Nein. Das. Wobei das. Genau, und das oben drüber. Nee, das. Nein, das oben drüber. Also das ganz oben, genau, das muss auf jeden Fall runter. Irgendwo hin. Das muss da auch nicht hin. Ist das ein Auge oder ist das kein Auge, das andere? Es muss, muss ein Auge sein. Aber wenn das ein Auge ist, dann müsste das doch daneben sein. So, oder wie? Jetzt ist es weird. Es ist immer weird, egal was du machst. Guck mal, wie das aussieht, das andere Auge. Ich habe keine Ahnung, was sie hier gemacht haben. Aber ich sehe kein anderes Augengehen. Das muss da auf jeden Fall dort noch hin, weil das sieht man jetzt vom Fühler. Aber ich hab dich noch extra gefragt, ob du das Ding wirklich machen willst. Du meinst, ja, das mache ich jetzt noch. Ja, das machen wir. Oh Mann, ey. Nein. Vielleicht muss das andere Auge irgendwie in die Mitte? Das ist doch nicht ganz mal, außen ist. Aber das sieht ja nach außen aus. Ja, du hast recht. Siehst du, an der linken Linie sieht man ja, das. Ja, klar. So, und das ist auf jeden Fall auch die Ecke. Ich finde, dass die drei Teile können diesen richtig. Das ist schon alles richtig. Und das stimmt auch daneben. Das da oben links, ist das richtig? Wo sollte das sonst hin? Sieht man noch wieder links, dass es so ein Abschluss ist, denke ich mal schon, dass es eine Ecke ist. Das ist das einzige noch Eckstück, was da aussieht wie ein Eckstück. Wow. C. Ja, C. So. Es ist doch nicht heiß, Mann, ja? Das, guck mal, das also, sieht das, so... Das sieht eigentlich ganz gut aus, ja? Das sieht halt hier noch seltsam aus, das stimmt. Genau. Nee, pack das, nee, pack das nochmal nach da oben. Ja. Und pack das, genau, nee. Nein. Daneben muss ja irgendwie noch das Auge sein. Genau, pack jetzt nochmal das Auge dahin, oder ist hier irgendwie... Irgendwie kommt das Auge nicht hin. Aber es sieht irgendwie so komisch gekrüppelt aus. Ich habe keine Ahnung, wo das Auge sein muss. Nein. Das passt schon. Aber wo soll das andere Auge hin? Das ist mein großes Problem. Egal, wo ich es hinsetze, sieht immer behindert aus. Dieses andere Auge ist schlimm. Wenn ich das dann in Soul Silver mache, wird es mir dann wahrscheinlich nochmal genauso gehen. Ja, genau. Du nimmst das ja auch bald auf. Egal was ich mache, das landet irgendwie immer da. Leute, zu Beginn des nächsten Parts haben wir das Rätsel gelöst. Ja. Ihr könnt euch immer einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen und tschüss.